Vom 22. bis 24. Juli fand beim Gefahrt in Würmlach das Hof- und Grillfest statt. Der Fokus liegt an diesem Wochenende besonders auf speziellen Fleischsorten. Also heute ist einmal das Wagyu-Rind und das Iberico-Schwein im Vordergrund. Das züchten wir jetzt seit mittlerweile 4 Jahren, damit auch die Kundschaft weiß, wie man das richtig zubereitet und auch den Fleischgeschmack kennenlernt und auch die Rasse Wagyu und Iberico. Wir haben vor 2 Jahren, 2020 im Jänner, einen Fleischexpertenkurs gemacht. Und da war auch der Björn anwesend und der hat 6 Tage lang gedauert. Wir haben uns angefreundet und er hat erzählt von seinem Riesensmoker. Und dann ist die Idee entstanden, auch in Würmlach zu grillen. Erstens ist es Europas größter Rotisserie-Grill, er dreht sich also. Und er hat 24 Quadratmeter Grillfläche. Das heißt, wir können ohne Probleme 10.000 Portionen Essen am Tag damit bereiten. 1 Tonne Fleisch können wir verarbeiten. Und hier werden wir 750 Kilogramm Fleisch verarbeiten. Wir smoken, wir grillen, wir machen Barbecue. Und heute fangen wir an mit dem ersten Grillkurs. Wir haben 5 Gänge heute im ersten Grillkurs. Wir fangen mit dem Starter an, ein bisschen Zwiebelschiffchen mit Thymian und Käse, ein bisschen Faschiertes. Dann haben wir die Wagyu Steaks, wir haben den Schweinelachs, den Iberico-Schweinelachs und grillen auch ein bisschen Dessert, Erdbeeren und Tramezzini Rolls. Alles, was aus dem Rückenbereich kommt beim Rind, ist irgendwie für Steak geeignet. Wenn ihr die Scheibchen nicht so dünn macht, habt ihr einen riesen Vorteil, ihr habt weniger Stress. Eine ganz spannende Frage ist, dieses Wasser, was da rauskommt, was ist das überhaupt? Ja klar, es ist Wasser, aber es ist vielleicht noch ein bisschen Blutfarbstoff drin, kein Blutleber, aber grundsätzlich das Kohlenhydrat. Eine ganz spezielle Art des Grillens nennt sich Urban Grilling. Dabei werden die Fleischstücke direkt in die Feuerstelle gelegt. Hört dem Fleisch jetzt zu. Ihr hört ein Brutzeln. Es zischt in Wirklichkeit. Der Sound ist ein grober Sound. Und der wird jetzt immer feiner, der Sound. Ist feinperlig, wird's jetzt. Ab jetzt. Samstag und Sonntag haben wir einen Riesensmoker durchgängig im Betrieb. Da nehmen wir einmal einen Schweinebraten vom Iberico-Schwein und alles von Vecchio-Teilen. Das heißt, wir haben die Rinderbrust, Beef Brisket, wir haben den Rinderbraten und von beiden machen wir dann den Pulled Pork Burger und den Grillteller. Wir haben jetzt das Pulled Pork reingelegt, die ersten 250 Kilogramm. Die sind jetzt ja bei 120 Grad drin, es dreht sich die ganze Zeit. Und ungefähr nach 15, 16 Stunden erwarten wir, dass das Fleisch fertig ist soweit. Und dann wird es nur noch bis morgen warm gehalten bei 90 Grad. Damit das Fleisch extra saftig wird, wird es regelmäßig mit Apfelsaft besprüht. Es hat 2 Funktionen an der Stelle. Einmal geben wir Feuchtigkeit in den Smoker rein. Der Fleischsaft muss nicht verdunsten. Die wichtigere Funktion ist, der Fruchtzucker legt sich auf das Fleisch drauf. Das Wasser verdunstet, der Fruchtzucker bleibt da. Und dem Fleischsaft ist es schwer getan, wieder rauszukommen. Das Fleisch bleibt saftig und kriegt etwas Zucker, weil, aufgepasst, der Rauch ist bitter. Zucker dabei ist wieder neutral. Jan Löbe, der Pitmaster, ist dafür zuständig, dass die Temperatur im Grill konstant gehalten wird. Jetzt haben wir gerade Pulled Pork drin. Das ist so 10, 11 Stunden bei 110 Grad, so bis die Kerntemperatur ungefähr 90 Grad erreicht hat. Bei Wind, Kälte und Wetter muss man schon sehr häufig nachlegen, also alle 10 Minuten für die Stunde. Das geht auch die Nacht durch. Also beim Pulled Pork, dann sollte man halt früh anfangen, dann geht's. Ja, weil 10 Stunden, 11 Stunden früh anfangen, ist man abends fertig. Aber wenn man zum Beispiel Beef Brisket macht, dann bist du die ganze Nacht beschäftigt. Dass sich die Arbeit gelohnt hat, bestätigten am nächsten Tag zahlreiche zufriedene Gäste. Wir haben sogar alles durchgekostet, die Karten einmal auf und ab. Und das ist alles hervorragend. Das ist eine einmalige Geschichte, also vor allem wenn man einen Profi da hat und dann auch noch einen heimischen Produzenten, der das Rohmaterial liefert, um wirklich einen kulinarischen Hochgenuss anzubieten, ist das ganz was Tolles. Einen Grillteller haben wir uns gegönnt, ja. Sehr gut. Super Fessel, super Idee, ja. Gratulation an den Gefahrt. Die Idee ist perfekt, also gehört gemacht. Muss man sich leider drüber trauen, weil es ist doch ein relativ großer Aufwand, was da betrieben werden muss. Wer noch Platz im Bauch hatte, konnte sich bei Elisabeth Neuwirth aus Goderschach eine süße Nachspeise holen. Mittlerweile ist Lisis cooles Bauerneis auch über die Grenzen des Bezirkes hinaus bekannt. Wie lange machst du das mit Eis schon? Wir haben 2016 angefangen mit dem Ganzen und jetzt sind
ja, hat sich das Ganze schön etabliert und mittlerweile eben so wie da die Hof-, die Selbstbedienungsläden auf die Höfe, die werden jetzt auch von uns bestückt. Und gerade beim Gefahrt, das bietet sich genau an, da direkt an der Straße, mitten in der Ortschaft, die Radfahrer kämen vorbei, also das ist recht gut. Was ist das Spezielle an deinem Eis? Dass es 100% natürlich hergestellt wird, es gibt keine Fertigmischungen. Wir schauen mal, dass wir so viele Zutaten wie möglich aus der Umgebung haben und natürlich, dass unsere Milch drinnen ist von unserer Kühe. Initiator Stefan Schelander kann zu Recht stolz auf die Organisation seines Grillfestes sein. Der Erfolg gibt ihm recht. Ich glaube, es werden auch einige das Fest besuchen und die Rückmeldungen sind bis jetzt recht positiv. Also gut angenommen, das Ganze. Ja, Gott sei Dank. Ja. Also die Idee und auch das Interesse und auch das Team ist sehr motiviert und es geht dahin, also gewaltig. Wann man das Hof- und Grillfest wieder begrüßen darf, ist noch unklar. Es besteht jedoch Wiederholungsbedarf.